Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Juli und zu einem neuen Part von Grandia 2. Wir stehen ja gerade auf der sogenannten Pilgerstraße, auf dem Weg in dieses Königreich, wo uns Rowan gesagt hat, dass es da wohl einen Hinweis gibt auf dieses heilige Grellas Schwert, beziehungsweise das ist unser erster Anhaltspunkt, wo wir erstmal hin sollen, um uns zu erkundigen. Es ist wohl Rowans Geburtsort, oder wo er groß geworden ist. Aber bevor wir dahin können, müssen wir hier durch die Pilgerstraße, das wie wieder überfüllt ist mit einigen Monstern. Und ich habe mir so gedacht, diese random Kämpfe hier, wie jetzt hier zum Beispiel, wenn ich nur gegen Monster kämpfe, die werde ich euch reinschneiden. Weil das ist ja doch, hier gehen wir hier runter, das ist ja doch immer dasselbe. Wie gesagt, das ist ja doch immer dasselbe und auch die gleichen Monster jedenfalls. Höchstens, es gibt hier mal ein neues Monster, oh, hier sieht es nicht so aus, denn kann ich es noch drin lassen, aber sonst, wenn ihr so eine random Kämpfe hier in die gleichen Monster, die ihr sowieso schon kennt, ist, das werde ich dann rausschneiden und dann, sagen wir mal, zu den wichtigen Stellen dann wieder reinschneiden. Weil das ist ja doch auf Dauer langweilig, immer die gleichen Kämpfe, passiert ja eigentlich nichts Neues. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns dann, etwa wenn neue Monster kommen oder am Ende dieser Pilgerstraße dann. Würde ich sagen. Gut. Würde ich sagen, denn jetzt habe ich genug, würde ich sagen, gesagt. Jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier am Ende angekommen bin. Okay, bis gleich dann. So, wir haben die Pilgerstraße überlebt sozusagen. Ist wirklich nichts großartig passiert. Waren ein paar Kämpfe gegen diese Echsen oder Ogre oder so. Was Besonderes war jetzt nicht dabei. Ich habe halt Judo, Merrick ist halt Level 30 gekommen, Rowan habe ich einen, der hat noch ein Item bekommen, ein Mut Bandana, Merrick hat einen Ogreheim bekommen, aber was Besonderes war jetzt nicht dabei. Jetzt sind wir hier in den sogenannten Raul oder Raoul Anhöhen angekommen. Wieder eine kleine Ebene, die werde ich wohl noch drin lassen, weil die ist glaube ich nicht so groß, weil danach kommt glaube ich schon die Stadt. Also die Ebene, da könnte mit dabei sein. Soweit ich weiß, ist sie nämlich nicht so hoch. Kommt es eigentlich relativ... Oh, was ist das denn? Da haben wir einen neuen Gegner gesehen, habt ihr gesehen? So ein Panther oder so, ach du Scheiße. Oh, mal sehen, was das ist. Immerhin haben wir erinnert. Drei Stück. Landpuma, 1000 HP hat er schon. Da müssen wir mal den Siegen Slash einsetzen. Müssen wir unsere Specials einsetzen in die. Schwalbung war ja in der Nähe, da kann ich ja zur Not wieder auffrischen. Also Rowan mit seinem Beam. Oh, im Sprung. Perfekter jetzt ja nicht. Psst. Moveblocker los. Läufer. Oh, machen sich schneller, okay. Sie sind ja sowieso schon schnell. Müssen sie noch schneller machen. So, Ryudo und den Rest. Und zack. Und zack. Ja, hin. Also ich glaube, der ersten random Gegner, die jetzt 1000 bis über 1000 KP haben. Also was? Heilrolle. Was ist das denn? Achso, vielleicht nur TP. So, glaube nach, wie gesagt, nach diesen Höhen kommt, glaube ich, diese Stadt, wo wir hin müssen.
Ist natürlich jetzt wieder. Müssen wir wieder gucken, wie wir am besten lang gehen. Donnerring. Event Möbius hin. Donner wieder. Plus 10 Verteidigung, Blitz, Lähmungsresistenz. Können wir eigentlich mal Yodo hier wählen. Die zwei wählen ja, das ist auch nicht so schlimm. So, können wir die Sache schnell machen. Wenn ich immer einen Speierpunkt in der Nähe habe, kann ich ruhig weiße Apokalypse machen. Muss man uns nicht lange mit diesen random Kämpfen hier aufhalten. Ich versuche jetzt sämtliches Zeug, was ich an SP plus kriege, SP-Verbesserung werde ich Elena geben. Dass ich vielleicht irgendwann so viel habe, dass ich so zweimal weiße White Apocalypse machen kann. Am besten immer am Wasser lang und dann immer so hin und her laufen. Ach, so ein Panther. Ah, denn zu überlisten ist nicht so leicht. Ja, den kennst du dich. Oh, das ausübigen. Machen wir mal knistern, das habe ich mir auch nicht wirklich gemacht. Das kann auch. Mal zu kennzeichnen habe ich den nicht mehr. Oh, in der Hieb, genau. Kann sowas zu throwen, kann zum Beispiel. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen müssen, die Attacke. Auch ich mal sehen, was die bewirkt. Knistern, ja. Erschütterung schon eine gute Attacke von Elena. Ein Eissturm oder was? Wie ein riesiger Eisblock, Junge. Oh ja, über 1000 Damage. Elena kann halt schon gute Attacken. Und Yodo 30. So ist das schön. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, wie gesagt. Können wir ausnutzen, dass hier ein Save Point in der Nähe ist. Ich hoffe, ich übersehe auch nichts hier. Ich versuche ja alles abzugrasen hier. Das hier noch. Na, das reicht noch nicht für Ende, oder? Nee. Das ist ja Elena, da kann ich euch. Nee. Jetzt hätte ich hier Erschütterung. Oh, Dings kann auch. Bumm, das hätte ich wirklich gerne mal probieren. Was ist das? Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Was das ist? So, einfach eine Explosion. Ja? Oh, kurz vorm Special habe ich ihn besiegt. Ja. Dann ist Roan auch gleich 29. Kann man hier am Rand entlang das nochmal 1,5 Gold, das ist schön. Das ist so eine Burg. Okay, da muss ich wahrscheinlich
mal rein. Was haben wir hier? Ein Stab. Nein, den inne zu kriegen ist nicht leicht. Ja. Gut. Und tschüss. Selbst für die hochreicht. Ja, verstärkt euch ruhig. Lange bleibt doch nicht. Und tschüss. Und tschüss. Aber bisher hat keiner, also von den random Gegnern, die White Apocalypse überlebt. Bisher alle One-Hit-Trophy haben. Genauso wie die Pumas. Und dieser Burg da ist durch irgendwas versteckt. Boah, das heißt Burg, die Ruine ist es ja, ja. Gegen den Wegweiser laufen. Wo waren wir schon? Warum muss ich über die Brücke? Ich glaube, diese Ruine ist nur optional. Ich glaub, in Richtung der Brücke muss ich durch. Jetzt macht jeder mal einen Special Heap. Merrick. Elena. Und Ron. So. Die auch erledigt. Oh, noch doch schon 1000. So, jetzt der letzte. Vollen Rücken, Junge. Also sind schon echt ein starkes Team, so schon, ja. Ah, ein Kampf macht uns schon. Ach, da kommst du gar nicht drüber. Aber hier war doch irgendwo. Ich laufe hier mal ein bisschen am Rand lang. Beziehungsweise den Weg, wenn ich den Weg lang laufe, komme ich ja nicht durch. Wahrscheinlich muss ich durch die Burg, um vielleicht irgendwie auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Aber erstmal will ich hier dieses Item für Merrick wahrscheinlich, ne, für Elena. Trümmerfleisch oder Pflege. Das ist für Elena was. Ist das so eine Bewegung? Bewegung weniger, aber plus 70 Angriff. Minus Höhe Zerstörungskraft. Dass Elena mal ein bisschen physischen Damage hier auszeigen kann. Hier hinten war ich schon, ne? Naja, da müsste ich jetzt eigentlich alles hier holen. Ja, jetzt kann ich da in diese Ruine rein. Wahrscheinlich kommst du dann auf der anderen Seite den da wohl raus, wo die Brücke da kaputt ist. Jetzt muss ich gucken. Ist irgendwie nämlich überrascht hier. Und dann so eine, was ist das so eine Kugel? Geckos oder so. Ist noch neu, oder? Irgendwelche Wächter oder so. Drachnoid. Aber sind schwächer wieder wie die Pumas. Mann, eine Flammenglut hier. Na, ja, gut, vor ihren Feuer waren so. Ja, das ist ja die Bedingungen. Was durch Erschütterung? Kurz vorm Angriff. Das Feuer, hätte ich mir eigentlich denken können, das Feuer nicht so. Umso mehr Erde! Umso mehr ist Erde effektiv, Junge. Die lassen so eine Bomben oder Diamant fallen. Flammenstein. Und wow, jetzt nur Elena Level 30, dann mal alle 30.
Aber das ist bloß so ein Labyrinth, wo du noch nicht weißt, wo du zuerst hingehen sollst. Am besten nur richtig drehen hier. Kannst du es auch noch runter. Ich würde sagen, wir gucken erstmal überall oben lang. Halt da so ein Helm. Düster Quarzell. Plus 25 für Verteidigung, schwarzer magischer Helm. Für Mark scheint es nicht so toll. Judo, für den macht es mehr Sinn. So, hier kommt man nicht weiter. Ich muss hier erstmal gucken, wo bin ich jetzt hergekommen? Von hier, oder? Dann geht's da. Ich will mal alles, was oben ist. Hahaha. Guck erstmal überall oben lang und dann können wir da die Treppe runtergehen. Bleib weg. Hat nur Feuer. Beben, doch Beben hat er. Erdattacke ist. Scheint ja hier in diese Drachen effektiv zu sein. Flammenblut! Kann er so, ja. Hat mich gekundert. Also diese Beamstiefel von Rowan, die fallen mir echt gut. Doch, die würde ich am besten so lange wie möglich anlassen. Da sehe ich einen Newton Speed für den Rowan Ogerhelm und zwei Flammensteine. Und alle Level 30! Warum kann man hier hoch? So, dass man jetzt das ist einfach jetzt nur, dass man einen Überblick hat über das Labyrinth, oder? Und da sehe ich, da ist noch ein Gold da, und da man noch ein bisschen was sieht hier. Das hätte ich jetzt durch fast übersehen, da das Gold liegt. Das siehst doch so ja echt schlecht. So. Gucken wir mal hier hinter. Das ist auch nur ohne Rüstung. Da sind nur zwei Wächter. Und diesen. Wenn der Erdattacke in die machst, sind die Mob. Sind die easy. Ob jetzt Wind so gut ist, kannst du ja mal probieren. Außer wenn Elena ihre Erdattacke macht. Beben müsste normalerweise. Ich mache schon Windangriff. Ja, Windangriff macht auch gut Schaden. Zum Bebenangriff, dann könnte es vielleicht schon reichen. Ja. Jetzt holen wir uns die Rüstung hier, das ist für Merrick, ne? Erdküras. Ne, obwohl, alter Küras Erdknie ist für Ryu. Plus 42 Verteidigung, Erdresistenz Stufe 2. Man muss ja echt viel drehen, damit du alles siehst. Und nix verpasst. Jede erdenkliche Ecke schauen. Okay, da unten sind wir doch noch welche. Da ist Gold. Da bin ich. Ach, hier ist der Ausgang. Okay, wissen wir das schon mal. Hier geht's also raus. Man muss hier die kleine Treppe hoch. So, haben wir jetzt oberhalb alles erledigt. Schaut so aus.
Schaut so aus, als ob wir jetzt oberhalb alles erledigt haben. Oh! Jetzt haben sie mich überrascht. Oha. Oha, los, Marek muss zuerst dran sein, weil da habe ich noch die richtige Attacke. Kommt ruhig her. Das ist der beste Defense. Puh. Haben sie mich doch tatsächlich überrascht. Oh naja. Muss mir auch mal passieren. Aber wo war jetzt dieses Gold? Jetzt sehe ich, wo zurück war. Es ist schon. Es ist schon sehr verwirrend hier. Hier bin ich Heiko. Ach, Mann, ey. Jetzt gehen wir mal hier hinter. Hier war ich auch noch nicht. Wo geht's jetzt ganz runter? Ich muss wahrscheinlich jetzt zentrum, oder? Ach nee, war es doch, ja. Das wollen wir nicht außer Acht lassen, ja. So, jetzt müssen wir wohl runter. Ne, hier schon mal nicht. Wo war denn das jetzt? Hier. Ach so, das war's. Ach so, das war das schon. Also können wir jetzt zum Ausgang. Das war hier, oder? War das? Hier, ja. Genau. So, was können wir machen? Stein. Das würde ich ja nicht. Ich würde auch kein Item, ich würde. Schneeballschlag, wie lange nicht noch. So, komm. Auf der anderen. So. Und den hast du, tschüss. Handgranate. Dann mache ich noch schon 31. Wie echt viel Kohle rum hier. Da ist der Ausgang, glaube ich. Sieht der wird so ein. Oh. Raul. Ah, nö, 2 gibt's auch noch.